Herzlich willkommen zum vierten Video über das arithmetische Mittel. Wir haben in den drei vorherigen Videos uns angesehen, wie man das arithmetische Mittel berechnet. Wir haben es veranschaulicht und uns die Eigenschaften angesehen. Und im Video davor haben wir gesehen, wie sich das arithmetische Mittel verändert, wenn ich einen Datenwert hinzufüge. In diesem Video sehen wir uns an, wie sich das arithmetische Mittel verändert, wenn ich an den Schrauben drehe. Was meinen wir damit? An den Schrauben drehen heißt einfach, wenn ich die Datenwerte, also die Werte in meiner Liste, verändere. Dann möchte ich sehen, wie sich mein arithmetisches Mittel verändert. Sehen wir uns dazu das Beispiel am Arbeitsblatt an. Das da lautet, wie verändert sich das arithmetische Mittel von 20 Zahlen, wenn jede der Zahlen um 42 vergrößert wird? Also, wie gehen wir vor? Wir können aus der Angabe herauslesen, dass wir ein arithmetisches Mittel von 20 Zahlen haben. Und ein arithmetisches Mittel von 20 Zahlen können wir ja folgendermaßen aufschreiben. Ich habe 20 mir unbekannte Zahlen, also x1 plus x2 und so weiter und so fort bis x20, dividiert durch ihre Anzahl, also 20, ergibt x quer. Das ist mein arithmetisches Mittel von 20 Zahlen, ganz allgemein ausgedrückt. Und ich möchte wissen, wie sich dieses arithmetische Mittel verändert, wenn jeder dieser Listeneinträge, also x1, x2 und so weiter und so fort, um 42 vergrößert wird. Schauen wir uns das an. Also wenn ich jeden dieser Einträge um 42 vergrößere, dann sieht das so aus. x1 plus 42 plus x2 plus 42 und so weiter und so fort. Und das Ganze dividiert durch 20. Wichtig zu erwähnen ist, wir machen hier keine Äquivalenzumformungen. Also wir formen hier keine Gleichung um, sondern wir verändern einen Ausdruck und formen so lange um, bis wir einen neuen Ausdruck erhalten. Und diesen neuen Ausdruck vergleichen wir dann mit dem alten, mit dem ursprünglichen. Und wir wollen sehen, wie sich die verändern. Okay? Also wir machen hier keine Äquivalenzumformungen. So, ich habe jetzt diesen Ausdruck hier stehen und bitte dich kurz auf Stopp zu drücken und vielleicht erkennst du hier ein Muster. Wie könnte ich diesen Bruch geschickt zusammenfassen und wie kann ich hier ein schönes Muster erkennen? So, wenn du das geschickt gelöst hast, dann wirst du erkannt haben, dass ich 20 Mal den Summanden 42 habe. Das heißt, ich könnte mir das Ganze so aufschreiben. Ich kann x1 plus x2 und bis x20 zuerst zusammen addieren und dann füge ich 20 mal die Zahl 42 hinzu. Das darf ich machen. Die Addition ist ja kommutativ und es ist egal, wo ich den Summanden hinschreibe, ob der nach dem x1 kommt oder ob er erst ganz zum Schluss kommt. Kommutativ Gesetz der Addition. Gut. Des Weiteren kann ich diesen Bruch aufspalten. Ich habe ja einen gemeinsamen Nenner. Das heißt, ich kann von x1 bis x20 kann ich diesen Bruch aufspalten und der sieht dann so aus. Ich kann dieses x1 bis x20 als eigenen Bruch anschreiben plus 20 mal 42 dividiert durch 20. Warum mache ich das? Weil ich jetzt ganz schön erkennen kann, dass der linke Bruch mein arithmetisches Mittel ist, mein ursprüngliches, und der rechte Bruch meine Veränderung darstellt. Das heißt, mein ursprüngliches arithmetisches Mittel ist
insgesamt um 42 größer geworden. Okay? Das heißt, wenn ich jede der Zahlen um 42 vergrößere, dann hat sich mein arithmetisches Mittel insgesamt um 42 vergrößert. Und wir haben das durch geschicktes Zusammenfassen und geschicktes Aufspalten der Brüche ermittelt.